da passiert sehr viel. Also wir sind ja dann wirklich verbunden mit unserer Mitte und wir fühlen sehr viel mit unserem Körper, mit unserem Geist und es ist eine Bewegung von Geist, Körper und Seele, die so selten möglich ist. Und außerdem erschaffst du dann ein Produkt, was aus dir rauskommt, was vorher nicht da war. Und das ist mit sehr viel Befriedigung verbunden. Deswegen empfehle ich das jedem Menschen, Pinsel oder was auch immer in die Hand zu nehmen und zu malen. Es entspannt uns und irgendwann bist du auch stolz, was du geschaffen hast, also in den meisten Fällen. Und das ist ja, was Menschen heutzutage auch brauchen, dass du etwas aus eigener Kraft geschaffen hast. Das ist was anderes, als wenn du jetzt für jemanden arbeitest und die Arbeit ablieferst und dann war es das. Aber das Produkt, was du malst, das ist ja von dir erschaffen. Es ist aus dir, das hat direkt mit dir was zu tun. Und wenn du das realisierst im Kopf, dann folgt auf jeden Fall Befriedigung und Glücksgefühle folgen. Viele Menschen haben heutzutage irgendwelche Blockaden. Die kommen meistens aus unserer Erziehung, aus der Schule, Kindergarten, von wo auch immer. Die Menschen sind blockiert und auch wenn es so einfach ist, mit irgendwas anzufangen zu malen, fällt es vielen Menschen schwer, den Anfang zu machen. Und meine Aufgabe ist es, diese Blockaden zu lösen, Menschen zu helfen, einfach damit anzufangen. Und es ist leichter gesagt als getan, aber es ist schwierig. Es ist für viele schwierig und ich versuche es denen so einfach wie möglich zu machen, dass sie einfach erstmal das Gefühl haben, was habe ich zu verlieren, wenn ich anfange? Ich habe nichts zu verlieren. Ich mache es einfach. Und schon nach ein paar Minuten merkt man, okay, so schwer ist es gar nicht. Es gibt ja verschiedene Techniken zum Beispiel. Es gibt ja, ich male mit Menschen hauptsächlich abstrakt und eine Technik ist Rageltechnik. Und mit Rageltechnik kannst du ja sehr, sehr schnell die Ergebnisse erzielen und das ist genau der Punkt, wo der Mensch denkt, wow, also so schwer ist es ja gar nicht. Und nach 2-3 Minuten entstehen schon Kompositionen, die man so nicht möglich gehalten hat. Oder Action Painting zum Beispiel mit Farbspritzen und Farbe werfen. Da sind ja schon ein paar Farbverläufe nach ein paar Minuten, wo du denkst, ja, das könnte ja von einem großen Künstler sein und nicht von mir selbst. Oder Abdruckmalerei, Stofftechnik, Monochromtechnik. Es ist wichtig, ist Zugang zu den Menschen zu schaffen. Und das ist meine Aufgabe, Zugang zu den Menschen zu schaffen, dass sie Zugang zur eigenen Kreativität finden. Und daran arbeite ich. Ich denke schon, dass jeder Mensch malen kann. Wichtig ist einfach der Wille. Wenn du es möchtest, wenn du es wirklich willst und wenn du dich dazu entschieden hast, ich male jetzt, egal was, es wird dir gelingen. Wir reden jetzt nicht von Meisterwerken, es muss jetzt nicht jeder Picasso werden oder Da Vinci oder Gerhard Richter, aber mit 2-3 Farbkompositionen kann jeder erschaffen. Dazu ist es aber notwendig, dass du tatsächlich Zugang zur eigenen Kreativität findest. Und das ist in jedem Menschen vorhanden. Es ist ein Programm in uns da, was unterscheiden kann, welche Farben passen zusammen, welche Farben passen nicht zusammen. Und wenn du es möchtest, schaffst du es auch. Wenn du mit Menschen arbeitest, dann hast du ja immer Herausforderungen.
egal in welchem Bereich das ist, gerade wenn du versuchst, Menschen Kunst beizubringen, dass sie selber Kunst machen, tauchen manchmal Menschen auf, die sehr, sehr, sehr viel Zweifel haben. Und egal was sie machen, sieht es für die schlecht aus, weil sie sofort bewerten. Und den Menschen das beizubringen, dass man nicht immer bewerten muss, das ist nicht immer einfach. Das kann sein, dass ein Mensch dann in so einem Workshop total schlechte, negative Energie mitbringt und das überschwappt dann auf die ganze Gruppe. Und dann ist natürlich der Kunstlehrer, Gruppenleiter herausgefordert, dass man das nicht zulässt, aber den Menschen schonend beibringt, dass er jetzt auf seinem eigenen Ego-Trip ist und da möglichst schnell runterkommen soll. Und das sind Momente, die nicht einfach sind, aber das ist machbar. Und am Ende sind die Menschen sogar sehr dankbar, dass sie von diesem Ego-Trip runtergeholt wurden. Ich versuche mit Maltechniken, die so keiner anbietet. Zum Beispiel Rakeltechnik. Das ist ja immer der Hit. Rakeltechnik läuft sehr gut, weil kaum jemand außer mir diese Technik tatsächlich deutschlandweit anbietet. Und es kommen schon Menschen aus Deutschland, nach Hamburg oder aus dem europäischen Ausland. Also Rakeltechnik ist im Moment sehr, sehr populär. Außerdem, wie ich schon mal erwähnt habe, Abdruckmalerei oder Stofftechnik mit Stoffen malen, das ist auch, läuft auch sehr gut. Monochrome Malerei mit einer Farbe malen, das biete ich auch an. Oder Action Painting, Tricktechnik. Mit Acrylpuren habe ich auch angefangen. Da haben auch Menschen sehr viel Interesse. Im Moment ist es ja Trend, was die moderne Malerei angeht, weil das so einfach ist und tatsächlich jeder das schaffen kann. Ja, das sind meine Maltechniken gerade. In meiner Gruppe, wenn die Menschen zum Malen kommen, gibt es keiner, der besser ist oder schlechter ist. Es können Menschen sein, die schon sehr weit fortgeschritten sind, und es können Menschen sein, die zum ersten Mal überhaupt zum Malen kommen. Und ich versuche immer, dass die Begegnungen auf einer Ebene stattfinden, mit mir oder untereinander. Also an dem Tag, wenn die Menschen zu mir malen kommen, fangen wir alles von Anfang an. Carl Gustav Jung hat einmal sehr treffend gesagt über die Kunsttherapie: Wenn du Kunsttherapie betreibst und mit deinem Klienten arbeitest, solltest du möglichst vergessen, was du gelernt hast. Und so versuche ich auch mit Menschen, dass wir möglichst vergessen, was wir wissen, und dass wir uns auf den Moment einlassen. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig, sich auf den Moment einzulassen und den Moment entstehen zu lassen. Und da kann sehr viel passieren. Das ist für mich der Begriff abstraktes Mal, dass er damit was zu tun. Wenn du mit großen Erwartungen anfängst zu malen, weil diese Erwartungen, es geht nicht um gut, schlecht, lassen wir die Bewertung einfach beiseite, diese Erwartungen, was du hast, wenn sie groß sind, können niemals erfüllt werden, niemals, weil die Reise wird immer in eine andere Richtung gehen. Deswegen machen viele diesen Fehler, dass sie mit gewissen Erwartungen schon, mit Vorstellungen zum Malen kommen, und dann, wenn das nicht passiert, sind sie erstmal enttäuscht, aber danach merken sie, es ist doch was Besseres herausgekommen, als man gedacht hat. Aber erstmal musst du diese Erwartung natürlich nach hinten stellen, und das kann sehr störend sein. Das kann dich auch blockieren, weil du ein gewisses Bild in deiner Vorstellung siehst, aber der Moment lenkt dich in eine andere Richtung, und das kann zu großen Konflikten kommen. Deswegen empfehle ich allen, möglichst ohne Erwartungen